Südkorea hat eine neue ballistische Rakete gebaut, vor der sich die Welt fürchtet. Aber wie gefährlich ist sie wirklich? Die Streitkräfte der Republik Korea wirken im Vergleich zu den Streitkräften der Nachbarländer vielleicht unbedeutend. Aber es mag euch überraschen, dass das Land das sechststärkste Militär der Welt hat. Südkoreas ROK-Streitkräfte produzieren mit einem Verteidigungshaushalt von 37 Milliarden Euro eine bedrohliche Rakete, die den Weg für die ersten Tests einer Festtreibstoffrakete ebnete. Die Hyunmoo 4-Rakete. Erfolgreiche Tests wurden im März 2020 von Südkoreas Behörde zur Verteidigungsentwicklung durchgeführt. Und Südkorea hat sie gebaut, um sich gegen China und Nordkorea zu verteidigen? Die Hyunmoo 4-Rakete hat zwar nicht die Zielgenauigkeit von Lenkflugkörpern, kann aber dafür große Entfernungen zurücklegen. Was wiederum verdeutlicht, wofür sie eigentlich ausgelegt ist. Mit ein paar Modifikationen, darunter ein stärkerer Booster, kann die Reichweite des Hyunmoo 4 gegenüber dem heutigen Stand erheblich erweitert werden. Durch die Hilfe der Amerikaner konnte Südkorea ihre Militärfahrzeuge und ballistische Raketen ausrüsten. Als Gegenleistung für die amerikanische technologische Hilfe vereinbarte Südkorea 1979 erstmals mit den Vereinigten Staaten Raketenrichtlinien. Im Gegenzug wurden jedoch Beschränkungen für südkoreanische Raketen eingeführt, die besagen, dass sie nicht mehr als 800 Kilometer zurücklegen dürfen. Diese Einschränkung bedeutet jedoch nicht, dass die Hyunmoo 4 keinen leistungsstärkeren Sprengkopf tragen kann. Dazu aber später mehr. Als Südkorea im Jahr 2001 dem Missile Technology Control Regime, kurz MTCR, beitrat, handelte es ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten aus, das vorsah, dass es seine ballistischen Raketen auf die vorgeschriebene Reichweite und eine Nutzlast von 500 Kilo beschränken würde. Die Vereinigten Staaten hatten etwas Hilfe aus Südkorea, um den Zorn Nordkoreas gegen die beiden Länder einzudämmen. Die USA machten jedoch deutlich, dass sie immer noch nicht dafür sind, Südkorea den Besitz ballistischer Langstreckenraketen zu gestatten. Im April 2020 wurden zwei Hyunmoo-Raketen probeweise abgefeuert, wobei sich eine davon fehlzündete. Dennoch war dies eine offensichtliche Warnung Südkoreas an den Norden und an China, welche letztendlich Konsequenzen nach sich zog. Die geltenden operationellen Einschränkungen könnten in irgendeiner Form revidiert werden, da sich Südkorea möglicherweise nicht an die geltenden Regeln halten will, die es mit den Vereinigten Staaten vereinbart hat. Nach einer Reihe eskalierender Drohungen gegen die Regierung des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in kam es zu Provokationen, woraufhin Pyeongchang als Folge dieser Spannungen mit Nordkorea vor kurzem ein gemeinsames Verbindungsbüro auf der nordkoreanischen Seite der Entmilitarisierungszone bombardierte, das vom Süden bezahlt wurde. Die Zerstörung des Gebäudes erfolgte etwa eine Woche, nachdem das Regime von Kim Jong-un seine Tätigkeit in der von Südkorea finanzierten Einrichtung aufgegeben hatte. Nordkorea hat den Druck aus Frustration über die anhaltende Unterstützung Seouls für die von den USA geführte Sanktionskampagne, die seine Wirtschaft behindert hat, erhöht. Obwohl nicht sofort klar war, wie die Verbündeten reagieren würden, bestand Kims anfängliche Strategie darin, Moon in Verlegenheit zu bringen, ohne eine militärische Reaktion Südkoreas oder des US-Präsidenten Donald Trump zu provozieren. Dies könnte der Grund für die Erprobung der neuen Hyunmoo 4 sein. Die Rakete reiht sich in das Arsenal der südkoreanischen Raketenpalette ein, wie zum Beispiel die Hyunmoo 2A, die 300 Kilometer weit fliegen kann und mit einem 2-Tonnen Gefechtskopf ausgestattet werden kann, der enorme Schäden verursachen kann. Die Hyunmoo 2B hat eine Reichweite von 500 Kilometern und ist in der Lage, einen 1-Tonnen Gefechtskopf zu tragen. Südkoreas Hyunmoo 2C kann ebenfalls bis zu 800 Kilometer weit fliegen, aber nur einen Sprengkopf tragen, der 500 Kilo wiegt. Ungeachtet ihrer begrenzten Reichweite sind diese Raketen äußerst wertvoll, wenn es darum geht, Nordkorea von der totalen Zerstörung abzuhalten. Wie viel Schaden kann mit einem 2-Tonnen-Sprengkopf angerichtet werden? Atombomben können die verheerendsten Verwüstungen rund um den Globus anrichten, wenn sie gezündet werden. Würde eine Bombe in einer Großstadt explodieren, könnte sie Millionen von Menschen sofort auslöschen und die Ausbreitung des nuklearen Fallouts wäre für viele weitere tödlich. Eine Atomwaffe, die nur etwas mehr als 1100 Kilo wiegt, hätte ein Explosionszentrum, das heißer als die Sonnenoberfläche wäre und alles in einem Radius von 24 Kilometern auslöschen würde, wobei die Sprengkraft von 1,2 Millionen Tonnen TNT freigesetzt werden würde. Diejenigen, die überleben würden, wären ohne Elektrizität und alles mit Elektronik, einschließlich Smartphones und Autos, wäre tot. Die Bedrohung durch eine nukleare Vernichtung ist ein massiver Realitätscheck. Wenn man sich vor Augen führt, dass derzeit etwa 15.000 Atomwaffen auf Lager sind.
Dies klingt zwar alles nach einer Abschreckung für Südkorea, aber was ihr vielleicht nicht gewusst habt, ist, dass das Land keine Atomwaffen besitzt. Und unglücklicherweise für den Rest der Welt hat Nordkorea, sein Erzfeind, der seine Grenze teilt, Atomwaffen. Nordkorea ist dafür bekannt, jeden auf der ganzen Welt auf seinen Atomwaffenbestand aufmerksam zu machen. Aber der südkoreanische 2-Tonnen-Sprengkopf, der aus Schwermetallen hergestellt ist, um die kinetische Kraft beim Aufprall zu maximieren, kann allein schon große Verwüstungen anrichten. Der Hyunmoo 4 wurde so konstruiert, dass er in die Exosphäre fliegt, bevor er mit einer Geschwindigkeit von mehr als Mach 10 auf das Ziel auftrifft. Und er verfügt über die Kraft einer 1-Kilotonnen-Nuklearwaffe beim Aufprall, sodass er sich fast 1000 Meter unter die Zieloberfläche durchschlagen kann. Es handelt sich um eine kontrollierte Zerstörung, die bestimmte Bereiche wie Flughäfen, Gebäude, Nuklearanlagen und unterirdische Bunker außer Gefecht setzen kann. Südkorea hat einen Plan, um sich gegen die nordkoreanischen Streitmächte zu verteidigen, und die Hyunmoo 4 wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Der Plan, der auch unter der Bezeichnung Südkoreas massiver Bestrafungs- und Vergeltungsplan bekannt ist, ermöglicht es dem Land, schnell auf einen Angriff mit diesen Raketen zu reagieren. Nordkorea verfügt über zahlreiche militärische Untergrundeinrichtungen. Mit dem Hyunmoo 4 können diese Verbindungen durch einen vorsichtigen Gegenangriff ausgelöscht werden. Südkorea hat somit eine Chance, sich zu verteidigen, falls etwas schiefgehen sollte. Südkoreas beste Rakete kann ihr Land nur gegen Feinde in ihrer Nähe der Grenzen verteidigen. Aber andere Länder verfügen über ballistische Raketen, die ganze Ozeane abdecken und relativ schnell über Kontinente fliegen können. Diese Raketen sind in ihrer Leistung nicht so begrenzt wie ihre Vorläufer, weil auch sie Atomwaffen tragen können. Beispielsweise verfügt China über mehrere ballistische Raketen. Die Dongfeng 31 kann einen einzigen Nuklearsprengkopf tragen und eine Reichweite von etwa 12.000 Kilometer haben. Die Dongfeng 5A ist in der Lage, weit genug zu reisen, um die Vereinigten Staaten zu erreichen. Die Dongfeng 41 kann ebenfalls über 15.000 Kilometer weit reisen. China ist sowohl in Bezug auf seine militärische Ausrüstung als auch in Bezug auf die Zahl seiner Soldaten ein Kraftzentrum. Mit mehr als 2 Millionen Soldaten, die jederzeit einsatzbereit sind, steht China weltweit an erster Stelle. Aber die wirkliche Waffe, die die Experten beunruhigen sollte, wird nicht aus China kommen. Die schwerste und stärkste Rakete der Welt ist die russische R-36M-Rakete, auch bekannt als SS-18 Satan. Sie kann fast 16.000 Kilometer zurücklegen und ist damit in der Lage, jeden Teil der Erde zu erreichen. Außerdem kann sie eine MRIV-Nutzlast von 10 nuklearen Sprengköpfen mit einer Sprengkraft von jeweils 550 bis 750 Kilotonnen oder einen einzelnen Sprengkopf von bis zu 20 Megatonnen tragen. Es wird behauptet, dass diese Rakete für Raketenabwehrsysteme unbesiegbar ist. Es ist kein Geheimnis, dass es andere gefährliche ballistische Raketen gibt, die sich im Besitz anderer Länder befinden und für die keine Richtlinien zur Beschränkung ihrer Reichweite gelten. Warum wurde die Hyunmoo 4 in diesem speziellen Fall hervorgehoben? Südkorea hat mit den Vereinigten Staaten eine Vereinbarung getroffen, die es ihnen erlaubt, die Reichweite der ballistischen Raketen zu verdoppeln, um der ständig wachsenden Bedrohung durch Nordkorea entgegenzuwirken. Das Abkommen wurde bereits 2012 revidiert und ging auf die Bedenken ein, die die Vereinigten Staaten hinsichtlich eines regionalen Wettrüstens haben könnten. Die Erhöhung der Nutzlast des ballistischen Flugkörpers ermöglicht es Südkorea, leistungsfähigere unbemannte Luftfahrzeuge oder Drohnen zu entwickeln und einzusetzen, die mehr Ermittlungsausrüstung und Waffen beherbergen. Die revidierten Richtlinien sehen vor, dass Südkorea keine ballistischen Raketen innerhalb einer Reichweite von 800 Kilometer stationieren kann. Gerade genug, um jedes Ziel im benachbarten Nordkorea zu erreichen, aber nicht genug, um eine Bedrohung für China oder Japan darzustellen. Vor allem, wenn man die gemeinsame Geschichte dieser Länder berücksichtigt. Spielt die militärische Präsenz Südkoreas eine Rolle? Das Land hat eine Gesamtbevölkerung von etwa 52 Millionen Menschen. Die Männer in Südkorea sind gezwungen, mindestens 2 Jahre lang im Militär zu dienen. Damit verfügen sie über eine recht starke Militärstärke von etwa 600.000 aktiven Mitgliedern und mehr als 2 bis 3 Millionen Männern in der Reserve. Frauen werden in Südkorea zwar nicht gezwungen, dem Militär beizutreten, aber sie können sich melden, wenn sie es wünschen. Das ist eine sehr beeindruckende Leistung, wenn man sich die Bevölkerung des Landes ansieht. Um alles ins rechte Licht zu rücken, Südkorea hat nur etwa die physische Größe der Hälfte des Bundesstaates Minnesota in den USA. In der ROK gibt es viele Militärzweige, die der Art und Weise, wie die Vereinigten Staaten ihre eigenen Divisionen betreiben, sehr ähnlich sind. So umfasst die Armee der ROK beispielsweise fast 6000 Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge, etwa 7000 Raketenabwehrsysteme und 13.000 Infanterieunterstützungssysteme.
Zu den Panzern der RAOK-Armee gehören die ältere M48 Patton-Serie sowie die neueren K1 und K1A1, die über eine 120mm Glattrohrkanone verfügen und aus lokaler Fertigung stammen, sowie der in Russland gebaute T-80U. Aber das ist erst der Anfang. Auch die Marine von RAOK ist beeindruckend. Südkorea verfügt über 150 in Dienst gestellte und einsatzbereite Schiffe, darunter Kriegsschiffe und U-Boote. Darüber hinaus verfügt es über 70 Star- und Drehflügler sowie Fahrzeuge des Marinekorps wie amphibische Angriffsfahrzeuge, Kampfpanzer und selbstfahrende Artillerie. Die südkoreanische Luftwaffe bekundete auch Interesse am Erwerb des ferngesteuerten RQ-4 Global Hawk-Fahrzeugs, kurz RPV, und einer Reihe von Umrüstsätzen für Joint Direct Attack Munition, um ihre Aufklärungs- und Offensivfähigkeiten weiter zu verbessern. Im Jahr 2014 vergab Northrop Grumman einen Auftrag zur Lieferung von 4 RQ-4 Global an Südkorea. Die südkoreanische Luftwaffe erwarb einmal 40 F-35 und dann noch zusätzliche 20 F-35. Im Jahr 2020 genehmigte das US-Außenministerium den Verkauf von Upgrades an Südkoreas F-16. Insgesamt besteht die Luftwaffe der RAOK aus etwa 450 kampfbereiten Flugzeugen mit den neuesten Konstruktionen und Ausrüstungen. Auf der anderen Seite hat Nordkorea einige hundert Flugzeuge mehr als Südkorea, aber die meisten ihrer Ausrüstungen sind viel älter. Südkoreas blühende Wirtschaft hat es der Regierung ermöglicht, das nötige Geld auszugeben, um sein Militär zu einem der besten der Welt zu machen. Die Hyunmoo 4 ist zwar beeindruckend, aber die begrenzte Reichweite gilt nach wie vor, trotz der Drohungen aus Nordkorea, die neue besorgniserregende Ausmaße angenommen haben. Südkorea hat gezeigt, wie verantwortungsbewusst es als Land ist, und sein Präsident hat sich aktiv für die Wiederherstellung einiger der eingefrorenen Wirtschaftsbeziehungen mit Nordkorea eingesetzt und Nordkorea wiederholt zu Gesprächen aufgefordert. Pyongyang hat seine Aufrufe zum Dialog ignoriert und ihn dafür gezüchtigt, dass er sich bei seinen Versuchen, als Brücke zwischen Kim Jong-un und Trump zu dienen, aufdringlich verhalten hat. Nordkoreas rücksichtslose Reaktion könnte sich als das eigentliche Problem erweisen, vor allem wegen seines Zugangs zu Atomwaffen und seiner scheinbar aus dem Gleichgewicht geratenen Führung, die Ländern, die mehr am Frieden als am Krieg interessiert sind, möglicherweise zum Verhängnis werden könnte. Für viele Menschen rund um den Globus könnte Südkorea die beste Chance sein, Nordkorea unter Kontrolle zu halten, da sie sich in unmittelbarer Nähe zu ihrem weniger freundlichen Nachbarn befinden. Aber nichts davon wäre ohne die Hilfe einiger Verbündeter und natürlich auch eine einsatzbereite ballistische Rakete für den Fall, dass es schwierig wird, möglich. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was weltweit an militärischen Ereignissen geschieht, solltet ihr uns abonnieren und die Benachrichtigungen einschalten, damit ihr als erstes erfahrt, wenn ein neues Video veröffentlicht wird. Und damit danke fürs Zuschauen.